Und somit geht es heute natürlich wunderschön weiter mit Nacht Nummer 2. Five Nights at Freddy's Into the Pit. Nacht 1 war ja schon sehr, sehr interessant. Unser Vater wurde von Springbone übernommen. Wir haben sehr viel erlebt. Und hier sehen wir nochmal ganz kurz, wie Springbone unsere Familie infiltriert. Sehr, sehr geil. So. Nein. Oh. War das alles nur ein Traum? Ich schätze, dann stehe ich mal auf. Okay, wir streicheln erstmal die Katze. Ihr bekommt dafür, by the way, einen Erfolg. Der heißt Jinx ja einen. Und den werden wir natürlich damit auch mitnehmen. Ich liebe diesen Spielzeugroboter. Er hat einen Knopf, der ihn durchdrehen und viel Lärm machen lässt. Ich habe ihn gelegentlich genutzt, um Papa zu erschrecken, wenn er im Keller war. Okay, was sollen wir denn jetzt eigentlich machen? Was ist jetzt der Plan? Zu gestresst, um was zu zeichnen. Ach so. Okay, dann gehen wir mal raus. Dann schauen wir mal, was hier genau los ist. Ich glaube nicht, dass wir irgendwie jetzt großartig was machen müssen. Mein aufstrebender Sechstklässler ist erwacht. Hä? Der erste Schultag. Schläfst du noch, junger Mann? Ich hoffe nicht. Ich hatte einen seltsamen Traum über Papa. Mach dir keine Sorgen, Papa geht's gut. Er wartet im Esszimmer auf dich. Was? Okay, er wartet im Esszimmer auf uns. Dann gehen wir mal ins Esszimmer und schauen mal, was der wundervolle Daddy von uns möchte. Oh ja, hallo Spring Bonnie. Vielleicht lasse ich das Frühstück heute einfach aus. Aber dein Papa wollte heute Morgen mit dir frühstücken. Vielleicht einen anderen Morgen. Vergiss dein Pausenbrot nicht, damit du nicht verhungerst heute. Okay, wir gehen dann mal wieder. Ciao. Ja, Pausenbrot. Cool, dann nehmen wir mal das Pausenbrot. Das haben wir jetzt im Inventar. Können wir uns das anschauen? Okay. Ach, okay, also passt auf. Es gab ein Update. Und die haben das Inventar umgebaut, wenn ich das jetzt richtig sehe. Das war ja vorher mit so... Mit einem Grid, glaube ich. Und jetzt haben sie das halt umgebaut. Ich finde es persönlich jetzt nicht so schlimm. Aber es ist auf jeden Fall neu. Wir gucken mal, ob wir vielleicht da irgendwas einstellen können vielleicht. Oder ob da irgendwie was gemacht werden könnte. Nein, natürlich nicht. Naja, okay, gut, dann müssen wir das halt so lassen. Relativ egal, wir spielen jetzt erstmal weiter. Oh, man hört richtig, wie schwer er atmet. Ich habe das ja schon in der ersten Folge gesagt. Das ist sehr, sehr creepy und sehr... Boah, sehr random. Ekelhaft. Sehr, sehr ekelhaft. So, ich glaube... Oh, geht zur Schule, okay. Wo haben wir die? Das ist die Bibliothek, hier oben ist die Schule. So, Tag Nummer 2. Lärmmacher können eine großartige, aber riskante Ablenkung sein. Setze sie weise ein. Ja, wir lieben natürlich die Schule. Wer liebt sie nicht? Okay, oh, da werden Knaller gezündet, oder was? Ich kann nicht aufhören an dieses... Ding zu denken. Ich wünschte, ich könnte einfach weglaufen. Mäh. Wer könnte in so einer Situation Pausenbrot essen? Bösartiger Komplize. Bist du dir sicher, dass es eine gute Idee ist, Jet? Hau doch ab, wenn du ein Angsthase bist. Okay, was macht der? Ah, okay, der zündet einfach die Böller. Jeder war erschrocken. Unterbezahlte Lehrerin. Okay, sie ist einfach unterbezahlt. Hey, wer war das? Lauf! Okay, die hauen auf jeden Fall alle ab und die haben gar keinen Bock auf ihre Lehrerin. Naja, egal, wir gucken mal. Körper werfen. Jetzt? Alter. Okay, dann halt nicht. Riecht wie Frischfleisch. Das ist wohl mein Pausenbrot. Oswald, der Otzel, hat vergessen, wie man isst. Das war das Einzige, was du gut konntest. Hahaha, der war gut drin. Okay. Die ärgern ihn auf jeden Fall. Sind so Bullies und so, aber... Die sehen jetzt auch nicht gerade freundlich aus, so Gangster-Shit so. Also so Schulgangster, man kennt es ja. Meine Familie hat 3 Katzen. Oh, ich liebe Katzen. Ich habe 2 Hunde. Ich habe einen Hasen. Oswald, ich hasse Hasen. Ja, du hast aber Hasen auch nur aus einem Grund, weil dein Vater von einem Hasen infiltriert wurde. Okay, dann gehen wir mal hier rein, weil hier draußen gibt es wahrscheinlich nichts mehr. Du weißt schon, dass du nicht gehen kannst, bis die Mittagspause vorbei ist. Okay. Na, dann gucken wir mal durch, vielleicht finden wir noch irgendwas. Okay, wir haben hier noch Knaller. Ich frage mich, ob dieser Junge noch mehr davon hat. Was hat er denn vor? Was will er machen damit? Okay, Leute, lasst uns langsam wieder zurück zum Unterricht gehen. Okay, dann gehen wir mal rein da. Geh zurück ins Klassenzimmer. Also, ich weiß jetzt nicht, ob ihr das seht, aber es ist halt hier ein Stückchen über mir. Beruhigt euch, Kinder. Denkt daran, dass erst die Glocke läuten muss, bevor ihr... Der Unterricht ist vorbei. Frau Michem? Ich weiß nicht, wie sie jetzt genannt wird. Also ich kann es jetzt nicht aussprechen. Aber ist auch okay.
In Erinnerung schwelgen der Junge. Meine Familie ist nach dem ersten Schultag immer zur Rollschulbahn gegangen. Wenigstens bist du einmal da gewesen. Ich werde dort nie hinkommen, jetzt wo sie geschlossen ist. Ich horche sowieso viel lieber zu Hause rum und spiele Field Forge, okay? Ich glaube, du meinst mit meinem Washington Eyring-Aufsatz anfangen, oder? Okay. Ich kann nicht glauben, dass sie am ersten Schultag tatsächlich gearbeitet haben. Hä? Wir haben heute gearbeitet? Okay. Nein, ich wollte noch gar nicht direkt rausgehen. Naja, ist erstmal egal. Wir gehen jetzt aber auch nicht nochmal zurück. So, Backschool, ein Zurück-zur-Schule-Poster. Der letzte Nagel im Sarg für die Sommerferien. Tja, so ist es halt leider, ne? Sommerferien sind ja, ich weiß gar nicht, sind die bei euch schon vorbei? Ich weiß es nicht. Also, falls ihr noch zur Schule geht, sind eure Sommerferien schon rum? Oder sagt ihr, nee, wir haben noch Ferien? Ich glaube, wir hier in Berlin haben noch Ferien. Ich bin jetzt aber nicht ganz sicher. Also, ich bin auch schon viel zu lange draußen, um da irgendwie komplett im Sinne zu sein davon. Aber ich weiß ja, dass es so unterschiedlich immer war, so von Bundesland zu Bundesland. Das ist ja immer ziemlich weird gewesen. Sieht so aus, als gäbe es am Freitag ein Event und die Stimmung für das Spiel aufzuheizen. Wird vermutlich ein echter Spaß. Ist das Jet? Hey, du bist der Typ mit den Feuerwerkskörpern. Das klingt jetzt auch ganz gut, aber mein Name ist Jet. Hast du noch ein paar von den Dingern? Könnte ich mir die ausleihen? Erstens, Junge, du kannst Feuerwerkskörper nicht einfach ausleihen. Die sind mehr oder weniger für den einmaligen Gebrauch gedacht. Okay, kannst du mir einen geben? Hast du eine Ahnung, was die Dinger kosten? Ich sag dir was. Normalerweise bin ich nach der Schule in der Bibliothek. Bring mir was, was ich sonst nirgendwo bekommen könnte und wir vielleicht tauschen können. Okay, gehe nach Hause. Wir reden aber erstmal größtenteils mit den ganzen Leuten. Gamer-Schüler, hast du schon das neue Spiel WrestleQuest angesehen? Mein Papa hat mir alles über die ganzen Wrestler erzählt. Ich wusste vorher nicht viel über Wrestling, aber jetzt schon. Oh yeah. Ja, Wrestling ist ja auch so ein Ding, ne? Da reden wir gleich mal drüber. Du wirst nicht glauben, was heute im Naturwissenschaftsraum passiert ist. Wir haben versucht, ein Vulkanmodell zu bauen und es ist auf der Lehrerin explodiert. Boah, alles klar. Die gesamte Klasse ist mit lauten Gelächter rausgebrochen. Okay, also die haben einfach ihre Lehrerin mit Vulkan als Vulkan auf den, die haben den, wartet. Die haben den Vulkan auf die Lehrerin gemacht. Beziehungsweise ist der Vulkan auf der Lehrerin explodiert. Okay, ganz komische Sache. Ich habe eine brillante Idee für unsere Schultalentshow. Eine synchronisierte Wasserballonschlachtvorführung. Das wird episch. Wow, klingt echt heftig. Warum Wasserballons? Warum keine Wasserballons? Touché. Okay. Wir haben mehrere Pokale als das Team der Highschool. Ja, sie sind zwar für Brennball, aber trotzdem. Okay, wir haben auf jeden Fall haufenweise Pokale. Dylan hat einmal daran gezogen und sie mussten die ganze Schule evakuieren. Er hat richtig viel Ärger dafür bekommen. Okay, was haben wir hier? Ich werde keine meiner neuen Skizzen mehr teilen. Ich will diese Monster nicht in der Schule sehen. Okay. Ja, kommen wir mal zum Thema Wrestling. Das ist ja auch so übertrieben beliebt gewesen früher. Ich weiß jetzt nicht, ob es heute immer noch so ist. Aber, okay, jetzt. Es ist auf jeden Fall noch zu sehen, das Ganze. Sagen wir es mal so. Würdest du bitte. Achso, das Ding ist, dass das weggehen muss. Gut, nichts sagen. Haben wir früher auch viel geguckt. Beziehungsweise habe ich früher sehr viel geschaut. Aber heute ist es halt. Ja, es ist nicht mehr so schön, wie es mal war. Sagen wir es mal so. Wrestling war mal cooler. Wenn ich die Augen zusammenkneife, kann ich mein Haus von hier aussehen. Okay, dann wollen wir wieder nach Hause gehen. Danach müssen wir zur Bibliothek. Oh. Bibliothek. Und wir sind einfach auf die Gusche gefallen. Und müssen Jet was bringen, was er nicht hat. Okay, wie wäre es, wenn du ein Buch darüber liest, wie man kein Loser ist? Hä? What the fuck? Die machen ja jeden hier blöd an, oder? Kommt Leute, lasst uns aufhören, Zeit mit diesem Nerd zu verschwenden. Okay. Sieht aus wie Purple Guy hier rechts, oder? Hör nicht auf sie, Dylan ist nur neidisch, weil du lesen kannst. Danke, du, ihre Rabauken haben mich an meiner alten Schule auch wegen meines Lesens schikaniert. Nun ja, da müssen sie ziemlich dumm sein. Ich lese tonnenweise Science-Fiction. Was liest du gerade? Antike griechische Mythologie. Oh, das wollte ich auch schon immer mal lesen. Haha, eigentlich ist es auch irgendwie wie Science-Fiction. Es geht vor allem darum, mutig in unmöglichen Situationen zu sein. Naja, wenn du jemals etwas mit Bildern darin lesen möchtest, leihe ich dir gerne meinen Comic aus. Oh, wenn du Kunst magst, hast du vielleicht sogar Verwendung für dieses Ding.
Ich habe gestern meinem Opa geholfen, etwas Kram aufzuräumen und dabei sein altes Skizzenbuch gefunden. Da habe ich ein paar tolle Zeichnungen drin gefunden. Okay. Ah, okay, wait. Das sind Verhaltensweisen für die Animatronics. Wir haben hier zum Beispiel Chica, neue Verhaltensweise. August Chica baut Müllnester. Machen Sie die Mitarbeiter darauf aufmerksam, dass alle Müllsäcke vor dem Schließen herausgebracht werden müssen. Warum beginnen Sie widerlich zu riechen? Was ist das für ein Geruch? Techniker 2 hat den Geruch auch bemerkt. Ich bin nicht der Einzige. Unternehmensproblem Nummer 8S. Reparaturen, Untersuchungen des inneren Torsos sind zu verschieben. Deaktivieren Sie das Geruchsprotokoll tagsüber, um zu vermeiden, dass Chica Essen stiehlt. Kinder weinen, wenn sie dieses Endomaul sehen. Okay. Man darf bei ihr also kein Essen in der Nähe haben. Das ist schon mal klar, weil ich glaube, das werden wir später noch mitbekommen, wann auch immer Chica kommt. Versuchen Sie nicht, Bonnies Gitarre zu spielen. Die Schaltkreise aktivieren das Strangulationsprotokoll. Warum hat das überhaupt ein Strangulationsprotokoll? Jetzt mal ohne Scheiß. Jede Fehlfunktion der Sprachbox muss dem oberen Management gewertet werden. Okay. Umarmung anpassen. Hat den Rücken eines Kindes schon wieder gebrochen? Wofür gibt es überhaupt dieses Protokoll? Erneute Anpassung. Wie oft ist das schon passiert? Okay, das waren jetzt Bonnie und Chica. Kleben Sie den Hut auf den Kopf. Kinder stehlen ihn immer wieder. Die Oberen kümmern sich nicht um ihre Sicherheit. Die Kiefer bei dem neuen Modell sind immer noch unberechenbar. Warum schreit er ständig? Halten Sie helle Blitze von Freddys Blicken fern. Sie versetzen ihn in Raserei und lassen die Schaltkreise durchbrennen. Keine Kamerablitze. Denke daran, die dunklen Augen schauen zu. Okay, das heißt also, wir haben hier mit Freddy schon mal den Hinweis, dass wir dann nicht mit der Kamera irgendwas machen sollten. Das ist schon mal gut. Die KI-Programmierung führt dazu, dass Freddy Partygäste belästigt, indem er Türen bewacht. Techniker 2 im Einsatz. Techniker 2 weiß etwas. Wo ist er? Freddy versucht ständig, seinen eigenen Kopf abzunehmen. Techniker 2 ist im Einsatz. Keine Lichtshows. Techniker ist einfach fünfmal in Folge nicht erschienen. Notiz für später. Ich vermute mal, dass dieser Typ nicht mehr existiert. Zufällige Dinge erscheinen an Orten, wo sie nicht hingehören. Ermutige andere, wachsam zu sein. Das ist ein Verstoß gegen den Gesundheitscode. Nicht, dass es die Oberen interessieren würde. Mehr zufällige Dinge erscheinen und alles beginnt sich zu einem kreisförmigen Haufen zu formen. Ein Haufen mit einer Vertiefung in der Mitte hat sich eindeutig gebildet. Chica wird gestohlenes Essen zu dem Haufen bringen und es dort essen. Ah, Leute, die zeigen ja, glaube ich, die Räume aus der Pizzeria, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Das jüngste Sicherheitsupdate hat die KI beschädigt. Chica steckt im Erhaltungsprotokoll fest, wie ein selbstberuhigender Mechanismus in der Nacht während der Sicherheitsrunden. Jemand hat in die Sprachbox des Cupcakes eingegriffen und sie so programmiert, dass sie knurrt. Techniker 2 wurde gebeten, das zu untersuchen. Es beißt, pass auf deine Finger auf. Techniker 2 wird wieder vermisst, okay. Dann haben wir hier halt nochmal die ganzen Gitarren, was natürlich auch wichtig ist. Neues Gitarrenmodell. Bonnies Saiten reißen jetzt mindestens einmal pro Woche. Wechselt sie auch, wenn sie noch intakt sind, um ein Reißen auf der Bühne zu vermeiden. Bewahre die alten als Ersatz auf. Okay. Das obere Management hat alle alten Saiten zur Entsorgung außerhalb des Standortes angefordert, aufgrund eines anhängigen Rechtsstreits. Techniker 2 wurde gebeten, sie bis zum Ende des Tages beim Werk zu entsorgen. Wahrscheinlich wollen sie nach dem Elektroschockvorfall armes Kind nicht verklagt werden. Detailliertes Diagramm des Animatronic-Auges. Detailliertes Schichtdiagramm des Anzugs mit Polsterung, Endoskelett und Ganzkörperanzug. Und hier haben wir drei Sticker. Okay, interessant. Also, das scheint uns ja dann irgendwie zu helfen, hoffe ich mal. Als ob. Er war früher irgendein Techniker. Also sind es nur Kritzeleien und Notizen von seinem alten Job. Er wollte jedoch nicht darüber reden. Ich sollte es eigentlich wegwerfen, wollte aber das Papier nicht verschwenden, verstehst du? Ja, ich bin übrigens Gabriel. Ich bin Oswald. Das ist ein interessantes Skizzenbuch, Gabriel. Ich weiß jetzt gar nicht, wie spricht man sie aus? Englisch? Gabriel?
Okay, wir gehen jetzt erstmal nach Hause, weil da sollen wir jetzt erstmal hin. Oswald, Tag 2. Let's go. Ich habe auch beschlossen, dass wenn wir so Let's Plays machen, dass ich das allgemein so in die Richtung mache, dass wir wieder mehr mit Kamera arbeiten werden, weil es halt einfach besser ist. Und da ist Spring Bonnie wieder mal. Er hat auf jeden Fall schon wieder sehr viel Bock auf uns. Hi. Nacht 2, okay. Das war jetzt Tag 1, Tag 2 und Nacht 2. Okay, Zeit zurück zu Jeff zu gehen. Ich glaube, jetzt habe ich einen Plan. Zuerst muss ich hier rauskommen. Okay. Okay, nee, das wollen wir ja nicht machen. Wir wollen jetzt nichts klingeln oder sonst irgendwas. Das ist jetzt der Ventilator, das ist klar. So, wir müssen jetzt aber aufpassen, wo Bonnie kommt, weil ich bin mir sehr sicher, dass wir nicht überall rauskommen werden jetzt. Wir schauen mal, wo wir rauskommen. Weil vorne die Tür kann ich mir nicht vorstellen, dass da wieder der Punkt ist, wo man rauskommen könnte. Haben wir hier irgendwas? Das Seil, oder? Ich hab noch das Seil. Sollte. Ah, okay. Weil ich, wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir normal aus der Tür wieder rauskommen. Das wäre sehr, sehr weird. So, dann wollen wir mal schauen, was in der Pizzeria jetzt los ist. Okay. Drücke M, um die Karte, bla bla bla. Okay. Ja, wir wissen das mit der Karte, ja, also. Auf zum Bällebad. Wir werden aber nochmal mit Jeff reden, weil ich will mal wissen, ob der noch was zu sagen hat. Mach mir keinen Ärger. Okay, nein. Der hat großartig jetzt nichts zu sagen. Wir gehen aber jetzt mal hier rein. Denn wir haben ja hier die ganzen Spiele. Und ich bin mir sehr sicher, dass wir die ganz machen können. Ja, sag ich ja. Was ist denn das? Wolfpuls. Puzzle Matrix ist es nicht, das auch nicht. Okay, der Widerstandsmechanismus. Was müssen wir denn jetzt hier machen? Also ich würde erstmal schauen, was wir jetzt mit den Minigames machen können. Weil das wäre, glaube ich, nochmal ganz interessant. Aber vorher will ich wissen, ob wir das irgendwie alles ganz machen können. Hier kommen wahrscheinlich dann die Holzkugeln rein, weil das war ja klar. Okay, die haben wir dann auch. Jetzt müssen wir aber gleich mal durchschauen, weil hier war jetzt nichts. Hier können wir auch nichts machen. Können wir hier was machen? Ja, hier können wir auch was machen. Der Gutscheinprüfer? Okay, ja, der Gutscheinprüfer. Aber wo kriegen wir die Gutscheine her? Das ist jetzt dann erstmal schon die nächste Frage, ne? Wo kriegen wir die Gutscheine her? So, da haben wir jetzt auch nichts weiter. Und hier haben wir dann... Ja, wir haben ja, glaube ich, nur noch die Puzzle-Matrix jetzt, ne? Okay, wir gucken uns die Spiele aber dann extra an. Da werde ich wahrscheinlich nochmal eine extra Folge zu machen zu allen Spielen, dass wir das alles auf einmal haben. Weil das jetzt zu machen wäre, glaube ich, etwas nicht sehr fördernd, denke ich mal. Wir werden aber trotzdem noch mal kurz in die Spiele reinschauen. Wir haben 7 Schuss. Und dann werden wir mal gucken, dass wir hier ein paar Punkte machen. Der Highscore sind 800 Punkte. Aber wir müssen den Highscore knacken, ja? Habe ich das richtig verstanden? Jo, wenn wir das so machen, auf jeden Fall nicht. Okay, ich bin auf jeden Fall gerade viel zu schlecht. Das erste Mal bis instant hinbekommen, aber jetzt irgendwie nicht so ganz. Okay. 800 Punkte, das heißt, alle treffen. Kriegen wir dann aber einen Boot? Hä, wie können das denn 800 Punkte sein? Wir könnten ja... Hä, lol. Das geht ja gar nicht. Es sind ja nur 7 Bälle. Das kannst du ja dann gar nicht gewinnen. Lol, echt jetzt? Wait. Ihr seht ja den Highscore links oben, ne? 800 Punkte Highscore. Sieht so aus, als hätte ich ein paar Tickets bekommen. Wait. Können wir die Tickets in dem Dings abgeben? Also wenn wir mit dem Bällebad gegangen sind? Most Reps sind 9. Okay, das heißt einfach nur, ihr übelst auf die Tastatur einklimpern. Ich hoffe, es ist nicht zu laut wegen meiner Tastatur. Falls ihr die hören solltet, das tut mir mega leid. Okay, Game Over. Wie viel bekommen wir jetzt? 9 Tickets. Okay, das heißt ja prinzipiell... Ja, die hier, okay, das machen wir aber wie gesagt später, das machen wir nicht jetzt. Wir gucken mal durch, ob wir irgendwas Bestimmtes jetzt noch finden hier, aber ich denke es eher weniger. Die Tür ist verschlossen, das ist natürlich klar. Was haben wir hier? Elektronische Kanone, okay, wartet mal, das gehen wir natürlich gleich noch rein. Wir werden die Spiele natürlich wie gesagt spielen, aber ich vermute mal eher, dass ihr das dann machen werdet. Also ich werde das so machen, dass wir eine komplette Folge draus machen. Aber wir werden, falls ihr Tickets brauchen sollten, werden wir natürlich die Spiele spielen. Dann werden wir da mal durchschauen. Okay. Oh. Okay.
Das ist jetzt nicht so einfach, würde ich sagen. Okay, ja, es ist wirklich nicht so einfach. Highscore ist 1000 noch was. Okay, beenden. Ein Ticket, wow. Ne, wir wollen dann schon zwei Tickets. Aber wir müssen das dann hier durchspammen, oder? Okay, das war ja richtig schlecht. Okay. Aber wir, falls wir die Tickets brauchen sollten, holen wir uns welche und dann werden wir da auf jeden Fall schauen, dass wir da ordentlich was machen, weil, okay, hier liegt ja noch was. Das ist ein Bedienfeld, das werden wir, wie gesagt, aber später einsetzen. Da werden wir dann mal schauen. Haben wir hier noch irgendwas? Nee, die Tür ist verschlossen. Okay. Stromversorgung? Keine Ahnung, für was wir jetzt die Stromversorgung brauchen. Okay, da, hier waren wir gerade drin, das ist okay. Dann gehen wir mal Richtung Bällebad und schauen uns mal an, was unser Freund Springbunny jetzt für uns bereithält. Oder ob wir jetzt einen neuen Animatronic sehen. Weil es kann ja auch sein, dass irgendein anderer Animatronic jetzt kommt, weil es ist Nacht 2. Oder wir werden von 2 jetzt verfolgt. Ich habe keine Ahnung, wir werden es sehen. Ich finde es auf jeden Fall super interessant. Ich liebe dieses Spiel einfach, ne? Die Stimme, die ich vorhin gehört habe, ich frage mich, wo sie herkam. Ja, eine Stimme gehört? Perfekt, die Lichter sind aus. Ich muss herausfinden, wie man sie wieder einschalten kann. Ja, es ist natürlich so dunkel, dass wir gar nichts sehen. Sehr geil. Aber wir wissen ja, wo das Licht angeht. Okay, wait. Das ist jetzt Bonnie's Dings, ne? Okay, 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 okay. Da war Chica. Oh, man hört richtig dieses... Ah, der Sound und die Atmosphäre im Spiel ist halt wirklich... Ich habe es schon in der ersten Folge gesagt, es ist wirklich sehr, sehr gut. Ich liebe diese Atmosphäre. Aber wir haben halt die... Oh, da ist er. Ich wusste es, ich wusste es. Er hat uns also gehört, als wir das eingeschaltet haben. Interessant. Unsere Aufgabe ist jetzt wieder auf Hinter Papa. Ich weiß halt nicht, ob ihr die Ziele gerade seht. Falls nicht, muss ich das in der nächsten Folge umswitchen. Dass ihr die Ziele vielleicht seht. Das Ding ist jetzt, ich weiß halt nicht, wie weit er weg ist. Wir gehen einfach raus. Okay. Wir haben da auf jeden Fall den Kopf. Oh, da ist wieder eine Spielmünze. Wir hören ihn aber noch. Das Ding ist, ihr hört ihn wirklich sehr, sehr gut. Also, da kann man halt echt nichts sagen. Die haben das soundtechnisch sehr gut hinbekommen. Hat er mich jetzt gehört oder hat er mich gesehen? Ich liebe halt auch den Arzt so sehr, ne? Es ist halt schon mega schön. Geh da drunter! Geh da drunter! Schneller! Wir haben uns wieder gesehen, wieder Flashlight ins Gesicht. Okay. Woher kommt dieses Wein? Oh nein. Wir müssen jetzt hier rein. Gehen wir. Okay, wir gehen kurz in. Wir gehen ganz schnell in den Anzug von Freddy. Sollte doch aber. Boah, das ist so creepy, ne? Ich habe zu früh drauf gedrückt, glaube ich, ne? Okay. Die Minispiele finde ich an sich eigentlich sehr, sehr geil. Die haben sie wirklich gut mit eingebaut, sagen wir es mal so. Ich finde, das haben sie wirklich stark gemacht. Aber Bro, du kannst gerne gehen. Wir wollen keine Freunde sein mit dir. Zeichnungen an der, über mir sind halt sehr, sehr cool, ne? Da ist es so ein kleines Chica-Toy. Dahinter ist auch noch was. Ah, es ist so schön, ne? Ich mag das einfach. Dieses ganze Hin und Her. Okay, wir sind jetzt hier hinten. Ah, okay, dann. Wir können jetzt also in den ganzen Luftschächten hin und her bewegen. Okay. Ich verstehe nur noch nicht ganz, wo wir jetzt hin sollen. Es kann unmöglich sein, dass jemand zwei Pizzen gegessen hat. Aber doch, ich schaff das, Bro. Ich schaff das. Wow, hi Chica. Okay. Wir rennen. Wir fallen hin. Ach, stimmt ja. Stimmt, das Essen. Das Essen, das war ja das, was wir vorhin gesagt hatten. Chica macht so lange nichts, beziehungsweise verfolgt uns nur dann, wenn wir Essen bei uns haben. Hat das Ding überhaupt einen Magen?
Wie roch es aus so großer Entfernung mein Mittagessen? Es ist definitiv ein Kind in der Küche, aber ich kann es nicht erreichen, bis das Ding zurück in seinem seltsamen Nest ist. Wenn es Futter möchte, kann ich vielleicht ein Stück Pizza von Jeff bekommen. Sprich mit Jeff. Und hier kommen wir jetzt nicht rein, oder? Diese Tür ist verschlossen. Ne, es sieht doch so aus, als ob wir da irgendwas brauchen. Boah, die Ratte geht mir tierisch auf den Keks. Die Ratte geht einem ja tierisch auf den Keks. Okay, gut, dann müssen wir jetzt zurück zum Bällebad. Oh, Alter. Boah, ich hoffe nur nicht, dass Spring Bonnie jetzt von vorne kommt, weil es wäre sehr, sehr unfair. Oder wenn er hier im Bällebad drin steht, das wäre natürlich auch krass. Okay, das nehmen wir mit. Oh, wir haben ihn gehört, er kommt gerade. Die Spiele machen, weiß ich nur nicht so ganz, was sie sein sollen. Also wir werden es rausfinden, klar. Aber ich habe noch keinen Plan, für was sie sind. Oder steht das vielleicht im Inventar drin? Wollen wir mal gucken. Eine goldene Spielemarke, die nur im Spielautomaten verwendet werden kann. Okay, gut, ja. Das ist okay. Dann müssen wir mal schauen. Oh, und schon wieder hingefallen. So. Hi, Jeff. Hey Jeff, hast du vielleicht ein paar Pizzastücken übrig, die du mir geben könntest? Sorry Junge, du weißt, dass es in letzter Zeit schwierig war. Wenn du was haben willst, musst du es kaufen. Okay. Okay, finde einen Weg um eine andere... was mache ich jetzt? Wenn ich mir ein Stück aus der Küche ausleihen könnte. Ich habe diese Rattenfalle, die ich zufällig gefunden habe. Ich wette, eine Rattenjagd wird sich Jeff sicher, weglocken. Okay, und du? Ja, es dauert ewig, bis ich meine Pizza bekomme. Und dieser Ort ist so ekelhaft. Ich wette, da laufen noch Nagetiere rum. Nagetiere, oder? Vielleicht kann ich eine fangen. Schlau? Ist schlau, was er da versucht? Aber wir gehen mal kurz hier rein. Hier ist es eigentlich, ne? Da, guckt mal. Da ist nämlich das Poster von Freddy. Da ist auch dieser Affe. Da ist Balloon Boy. Ist das Glitchtrap? Das ist Glitchtrap, oder? Könnte hinhauen. Die Tür hier ist hier zu. Okay, interessant. Sehr, sehr interessant, dass die Tür hier zu ist. Okay, was haben wir jetzt hier? Das Bedienfeld? Okay, das ist okay. Okay. Können wir sonst noch irgendwas machen? Ne, dafür haben wir jetzt nicht den richtigen Gegenstand, natürlich. Der Hammer. Okay, das geht jetzt nicht ganz zu machen. Das geht auch nicht. Und das hier geht, aber das ist Stromversorgung? Okay. Interessant. Also wir haben auf jeden Fall mehrere Minispiele, die wir spielen können. Das hier, das können wir noch ganz machen. Da muss ich aber erstmal gucken, wo wir das Ding herbekommen. Das ist irgendwas von Chica. Und dann wollen wir mal schauen. Okay, gut, dann gehen wir mal gucken, wo die Ratte ist. Die Ratte war bei Chica im Gang, ne? Oh, und schon wieder hingefallen. Sehr schön. Ja, umso öfter ihr hinfällt, umso mehr zählt das aufeinander und ihr bekommt dafür auch Erfolge und sowas. Und wie gesagt, ich habe ja wie gesagt in der ersten Folge schon gesagt, wenn ihr Bock drauf habt, dass wir das Ganze mal mit mehreren, also mit allen Achievements machen in einer Folge, dann würde ich das auch natürlich gerne machen. So, dann wollen wir weitermachen. Let's go. Also, Ratte fangen. Wichtig. Ich versuche so... Das Ding ist, ich habe kein Geld, ne? Wenn ich Geld hätte, könnte ich natürlich das so machen, dass wir dahin Dings machen. Lol. Hier unten drunter. Was haben wir da gerade gemacht? Habt ihr das gesehen? Wir haben diesen Papierdings runtergetan. Ich weiß leider nicht, wie die heißen. Wenn ihr wisst, wie... Uiuiui, Hallöchen. Wenn ihr wisst, wie die heißen, schreibt es mir gerne mal unten in die Kommentare. Find ja diesen kleinen Freddy da total süß, ne? Also dieses Kuscheltier, ich würde sofort mitnehmen. Ganz klare Sache. Ganz, ganz klare Sache. Wer würde das nicht? Aber dieses Atmen, Alter, von diesem... Diese scheiß Ratte geht da nicht rein, ne? Oder müssen wir raus und reingehen? Snap! Ah, okay, nee, wir mussten nur raus und rein, okay. Oh, ich bin natürlich jetzt falsch gelaufen, ne? Ach nee, wartet mal. Das hier ist ja am einfachsten, was die Minigames angeht. Ja, geh da rein, Freund. Okay. Müssen jetzt hier noch Spinnen wegmachen, glaube ich. Aber ich weiß halt nicht, ob das noch schwerer werden würde.
Boah, Spring Bonnie und Chica, das ist auf jeden Fall sehr heavy. Aber es ist cool. Es ist sehr, sehr cool. Wir können aber jetzt da rausgehen und gehen einfach. Ach, die Kiste ist im Weg, ne? Shit. Ja, okay, gut, dann müssen wir die Kiste dann mal wegmachen. Er ist immer noch da. Man hört ihn halt. Er darf aber gerne jetzt gehen. Okay, jetzt geht er raus. Okay, man merkt es auch an der Musik, an der Änderung. Ich finde es, ich finde diese Plüschtiere so toll. Von Bonnie und von Chica und so. Aber es ist witzig. Das hatte jemand schon im Stream gesagt, als wir das Spiel gestreamt haben. For real. Dass Foxy fehlt. Hallo? Jetzt können wir einfach nur durchrennen, das ist sehr gut. Nein! Oh, shit. Das war jetzt natürlich nicht geplant. Na. Wir gehen aber jetzt ganz kurz hier drunter. Da kommt er nämlich schon. Und rennt jetzt wahrscheinlich einfach durch. Hat auf jeden Fall Bock. Guckt euch einfach mal an, wie creepy der einfach aussieht, ne? Ich weiß nicht, also die 3D-Animatronics sind nicht mal annähernd so gruselig wie den. Der ist schon ein anderes Niveau irgendwie. Finde aber allgemein so Pixelart sehr, sehr cool. Was ist eigentlich euer Lieblings-Art-Style? So, habt ihr so einen Art-Style, wo ihr sagt so, yo, das ist richtig geil, das mag ich sehr, das feiere ich. Also, gibt ja so Spiele, die halt verschiedene Art-Styles haben, wie zum Beispiel The Legend of Zelda hat ja so seinen eigenen Style. Genshin Impact hat ja auch so ein bisschen seinen eigenen Stil. Hollow Knight zum Beispiel hat auch einen sehr, sehr schönen Art-Style. Oder allgemein so Spiele wie... Okay, der ist ja jetzt hier reingegangen. Ich höre ihn halt nicht. Ja, wir gucken einfach. Okay, oh, wir haben unsere... Lol, als ob wir die hätten nur abholen müssen jetzt. Oh wow, schon wieder eingefallen. Ah, Kleinkind, wir sind hingefallen. Ja, jetzt haben wir es. Es ist wieder ein Erfolg gewesen, das ist sehr schön. Ja, wie gesagt, es gibt ja sehr viele tolle Artstyles. Es gibt ja auch verschiedene Pixel-Art-Artstyles ohne Umrandung und was weiß ich. Und es gibt, der Artstyle von Dings, von Undertale, ist auch sehr, sehr schön. Obwohl ich sagen muss, ich habe Undertale bis jetzt noch nicht gespielt und ich habe vor, das Ganze mal im Stream zu spielen. Wenn ihr also Bock habt, könnt ihr da gerne auch mal bei mir im Stream reinschauen. Weil wir streamen regelmäßig auf Twitch. Dienstag, Donnerstag und am Samstag. Dienstag, Donnerstag ab 14 Uhr und am Samstag kommt halt drauf an. Aber dafür dürft ihr natürlich sehr, sehr gern unseren Discord joinen, denn da habt ihr alle Informationen, die ihr braucht und die ihr euch besorgen könnt. So, dann holen wir uns mal ein Stück Pizza. Aber ich bin mir nicht ganz sicher jetzt. Ah, hier. Gefrierschrank, okay. Da wollen wir ja auch nicht rein. Können wir hier jetzt rausgehen? Jo, super. By the way, also falls ihr irgendwie Tipps habt oder irgendwas, was ich mir hier angucken soll oder ob ich irgendwas übersehe, bla bla, ihr wisst Bescheid, alles unten in die Kommentare und wir werden dann nochmal genauer drauf eingehen auf alles. So, dann werden wir mal rausgehen. Das Ding ist, da ist er. Okay, okay, okay. Ich wollte gerade sagen, ich weiß gerade nicht, wo er ist, aber da haben wir unseren Freund Spring Bunny. Es springt uns an, das Bunny. Lock den Vogel heraus. Kommt er jetzt zurückgelaufen? Boah, man hört richtig ich weiß nicht, Leiche da in ihm, der die ganze Zeit am Rumatmen ist. Der geht jetzt erstmal nach da hinten, ein paar Werkzeuge holen, um sich die nächsten Kinder zu holen. Okay, let's go. Dann können wir jetzt mal hier durchlaufen. Und können Chica mal das Stückchen Pizza geben. Okay, wir gehen mal hierher. Und warten mal, bis sie kommt. Da kommt sie schon, oder? Boah, die ist halt auch so creepy, ne? Es ist so cool. Let's eat some pizza! Welche ist eure Lieblings-Chica? Habt ihr irgendjemand, wo ihr sagt so, oh, die Chica, die ist total toll.
Die liebe ich am meisten. Hier ist niemand drin. Doch, da ist ein Kind drin. Geht zum Eingang. Was? Ist es weg? Aktuell schon. Lass uns zum Ausgang gehen. Okay, wait, hier klingelt wieder das Telefon. Telefontipp. Okay. So, jetzt sollen wir mit Oz zum Ausgang gehen, ne? Beziehungsweise mit, war das Mike? Mike oder Chip? Einer von beiden, ne? Okay. Kommst du nicht mit? Nein, ich suche meinen Vater. Er trägt ein blaues Hemd und hat braune Haare. Hast du ihn gesehen? Nein, ich habe ihn nicht gesehen. Hast du Chip gesehen? Wir waren in der Spielhalle, als der Strom ausgefallen ist. Nein, habe ich nicht. Denkst du, er ist... Oh! Oh, du Saubeutelviech, etwas entkomme. Ja, ja, wir wollen ja entkommen. Eieiei. Wow. Spring Bonnie hat richtig Bock auf uns. Digga, der hat mich richtig weggehauen gerade. Der hat mich einfach richtig krass erschrocken. Was ein Typ. Wow, Mann, das war echt knapp. Warum kann ich ihn nicht finden? Wo habe ich noch nicht nachgeschaut? Gehe nach Hause. Okay, wir gehen dann mal wieder nach Hause. Wow, Oswald, Tag 3. Okay, Freunde der Sonne und des guten Geschmacks. Wir haben kaum geschlafen, aber das ist relativ egal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an der Folge. Wir hatten ja den ein oder anderen Jumpscare jetzt, die auch sehr, sehr gut waren. Und ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei, wenn wir weiter Five Nights at Freddy's Into the Pit spielen. Denn das, was wir hier jetzt bekommen in Nacht 3, wird wahrscheinlich noch viel, 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 viel heftiger werden wie in Nacht 2. Wir haben heute das erste Mal Chica gesehen und wir haben natürlich ganz, ganz viel Spring Bonnie wieder gehabt. Sehr cool, sehr cool. Ansonsten, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bye, bye.